Ab dem Tag, als das Online-Spiel World of Warcraft auf den Markt kam, saß Michael nur noch vor dem Computer. Er war süchtig nach dem Spiel, denn dafür ließ er alles liegen. Am Anfang waren es, glaube ich, 2-3 Stunden. Das hat sich dann relativ schnell auf 6 Stunden gesteigert und dann bis zu 16-20 Stunden am Tag. Ich bin zu Zeiten gar nicht mehr duschen gegangen, wochenlang nicht mehr duschen gegangen. Fast Food war an der Tagesordnung, Drecksgeschirr stand überall rum und es war einfach chaotisch durcheinander. Michael konzentriert sein ganzes Leben auf das Spiel. Im Spiel war es immer nur so, man ist nicht alleine, man raidet mit 40 Leuten und man ist ein Teil dieser Gruppe und diese darf man halt nicht im Stich lassen. Weshalb hast du dich mehr auf das Spiel konzentriert als auf dein echtes Leben? Weil ich dort Erfolge hatte, die ich im realen Leben nicht hatte. Michaels Geschichte ist kein Einzelfall. Viele andere machen dieselben Erfahrungen und schreiben darüber im Internet. Ich war zu faul, auf die Toilette zu gehen. Manchmal ging echt was in die Hose. Traurig, aber wahr. Ich habe zugesehen, wie mein Wellensittich neben mir vor sich hin starb. Ich war zu faul, um eben zum Tierarzt zu gehen. Mir kommen die Tränen, wenn ich nur daran denke. Das wichtigste Selbsthilfeforum ist www.onlinesucht.de, betrieben von Gabriele Farke. Sie hat sich mit dem Thema beschäftigt, weil sie selbst betroffen war. Leider können wir das gar nicht sagen, wer mehr betroffen ist, weil wir alle Altersgruppen haben, alle Berufsschichten, also querbeet durch alle Gesellschaftsschichten. Wir haben sowohl den Arbeitslosen wie auch den Rechtsanwalt, die sich an uns wenden und Hilfe suchen. Und Hilfe zu finden ist schwierig. Leider Gottes ist das wirklich so, dass sich die meisten Therapeuten noch nicht auskennen. Das hat auch Michael gemerkt. Weil er vom Internet nicht loskam, wurde er schwer depressiv, kam wochentags in die Psychiatrie. Am Wochenende fuhr er nach Hause, zum Zocken. Bin dann nach dem Wochenende wieder hingefahren und habe dann natürlich von meinem tollen Wochenende erzählt, was ganz ohne PC verlaufen ist. Und warum hast du das gemacht? Weil ich im Grunde nicht an die Therapie geglaubt habe. Glaubst du, dass die dich und das Spiel verstanden haben? Das Spiel haben sie definitiv nie verstanden. Spezialisierte Hilfseinrichtungen sind noch rar, wie diese Beratungsstelle in Berlin. Die Berater hier wissen, vom Internet loszukommen ist besonders für Jugendliche schwierig. Computer, PC-Spiele ist ein Teil Jugendkultur, das ist Gesprächsthema auf dem Schulhof, im Freundeskreis. Der PC steht zu Hause, der steht bei den Eltern im Schlafzimmer. Es gibt ein Internetforum in der Schule. Alle Freunde haben meistens einen PC. Und das ist auch gerade die Schwierigkeit, wenn Jugendliche versuchen, das Medium Computer zu meiden. Weil sein bester Freund ihm ein Ultimatum setzte, hat Michael seinen Computer abgeschafft. In der Rehabilitation einem betreuten Wohnheim hat er zu zeichnen begonnen. Er versucht, neue Hobbys zu finden, ein neues Leben aufzubauen. Ich habe mein Heim verloren. Ich habe meine Gesundheit verloren. Ja, ganz schön viel verloren, was sehr kostbar eigentlich ist. Michael hofft, dass der Online-Spuk jetzt vorüber ist und er wieder ein normales Leben führen kann.